So, Freunde der Sonne, da bin ich mal wieder, euer Casino-Kontrolleur. Und das in gewisser Art und Weise wohl auch mal wieder back am Start. Begrüßen darf ich euch nämlich wieder auf ein neues, wenn auch vielleicht unter anderen Vorzeichen. Zu den Vorzeichen kann und muss ich zu Beginn des Videos jetzt aber nicht gleich ein paar Worte verlieren. Zählen tut er nämlich schon was anderes, genau genommen halt die Warp-Meldung meinerseits. Ich meine, solche waren binnen der letzten Tage ja fast schon rar oder halt sogar non-existent, wobei man sagen muss, dass ich mir ehrlich gesagt schon ganz gern eine Auszeit genehmigt habe. Seit dem BTC-Halving besitze ich nämlich kaum was in Krypto. Ich habe den Großteil meiner Kryptoreserven verkauft und reinvestiert. Und das nicht in Krypto, sondern in ETFs. Genau aufgrund dessen würde ich mich heute eben auch nicht an riesigen Bonusweis probieren. Solche gibt mein Ledger am Ende des Tages auch gar nicht her. Finanzieren muss ich mir das Ganze nämlich selbst, halt mit den Guthaben meines Ledgers, und genau das ist zurzeit halt knapp bemessen. Drückt mal also gerne auch so die Daumen, ich meine, eingezahlt habe ich eh nur um die 70, um die 180 stehen wir vor Beginn des Videos jetzt zur Verfügung. Die möchte ich ehrlich gesagt nicht verzocken, wobei ich da schon auch ein bisschen dahinter sitzen werde. Kaufen werde ich mir nämlich keine maximalen Freispiele. Stattdessen widme ich mich einfach mal ein paar Community-Wünschen. Ausgesucht habe ich mir da ein paar X-Slots, ein paar Hexo-Slots und sogar ein Play-and-Go-Slot, wobei ich natürlich auch so manchen Slot selbst ausgesucht habe. Einer, der mich interessiert, ist hier in jedem Fall ja mal Snake Arena. Seit Jahren gibt es nämlich wieder 1000 Euro Spins und genau an denen werde ich mich zu Ende des Videos halt eben auch probieren. Wobei wir jetzt mal mit Tropicool loslegen. Da kaufe ich mir einen 20.000 Euro Bonus, drückt mal also gerne die Daumen, ich melde mich in einer Sekunde zu Wort. Und so wie es aussieht, musstet ihr auf diese Warp-Meldung auch gar nicht lang warten. Nach ein paar Sekunden bin ich jetzt nämlich bei Tropicool gelandet und genau da werde ich mich halt an einem 20.000 Euro Bonus probieren. Einen größeren Kanon will ich mir nicht kaufen, mal mindestens nicht mit dem jetzigen Guthaben. Mit einer 500.000 oder weiß Gott was kaufe ich mir gerne ein größeres Feature. Die vorhergehenden Tropicool Features haben mir dann in gewisser Art und Weise aber auch schon die Augen geöffnet. Ich habe mir nämlich schon zwei 50.000 Euro Freispiele bei Tropicool 3 gekauft. Der Slot ist ehrlich gesagt auch erst seit heute verfügbar, wobei ich jetzt mal schnell den Sound aktivieren muss. Und ihr habt das jetzt in den ersten paar Sekunden nicht gehört, zur Sache spielt's aber eh nicht. Ich greife einfach mal wieder diese Tropicool 3 Thematik auf. Da habe ich mich jetzt nämlich endlich an so manchem Bonus probiert. Elk veröffentlicht die beim Casino ja manchmal so ein, zwei Tage zuvor. Und genau diese Tatsache habe ich mir halt zu Nutzen gemacht. Und das wohl mit so manchem Bonus. BC Game ist es in Betracht meines VIP-Rangs wohl auch egal. Wobei man Tropicool sonst nicht spielen kann. Mal sicher nicht eine Woche vorher. Bevor ich jetzt irgendwen aber ins schlechte Licht drücke, gehe ich einfach mal weiter. Ich meine, ihr kennt meine Einstellung eh. Ihr wisst, wie ich zu dem Ganzen stehe. Ihr wisst auch, dass ich mich so langsam von dem Ganzen distanziere. Seht mir also in der Zukunft nach, wenn ich vielleicht voll und ganz von der Bildfläche verschwinde. So wirklich gut tut mir die Zockerei nämlich nicht. Wobei ich da sicher wohl auch nicht der Einzige bin. Ich meine, das ganze Glücksspielthema ist ja nicht umsonst umstritten. Es gibt ja auch nicht umsonst diese ganzen Regularien. Ich meine, die Slots sind darauf ausgerichtet, jemanden in die Sucht zu reiten. Und genau diese Sucht hat mich in den letzten Jahren fast schon täglich beschäftigt. Passt also bitte wirklich auf euch auf. Macht's mir am Ende des Tages nicht nach. Sonst erleidet ihr aller Wahrscheinlichkeit nach dasselbe Schicksal. Und mein Schicksal ist bisher echt traurig. Ein Vertrag oder ähnliches wird mir nämlich auch kaum weiterhelfen, wobei ich zu den Verträgen so mal schnell so manches Wort verlieren wollte. Ich habe da in den letzten paar Tagen, speziell auf Twitter, hier so manchen Kommentar dazu gesehen und genau zu den Kommentaren möchte ich mal Stellung beziehen. 20 oder 30 Millionen wird Gamdom nämlich auch AZ nicht bezahlen. Die allermeisten Streamer nehmen mit Wager bzw. mit Auszahl Maxima auf. Das heißt, dass der Streamer, in dem Fall AZ oder Foss, nur einen Maximalbetrag von XY pro Monat auszahlen kann. Dieses Prinzip ist bei den allermeisten deutschsprachigen Streamern auch recht etabliert, wobei es natürlich auch so manches schwarze Schaf in der Szene gibt. Eine Million oder weiß Gott was, wird ein Casino für 100.000 Aufrufe aber sicher nicht zahlen.
Genau deswegen bekomme ich auch seitens eines Casinos keine Million gestellt. Ich bin da ganz offen und ehrlich, das beste Angebot, das ich je hatte, waren 50.000 Euro pro Monat. Die habe ich abgelehnt, da ich mich am Ende des Tages halt an kein Casino binden möchte. Als Streamer kann man zu guter Letzt also echt gut verdienen, wobei man natürlich an der Sucht seiner Zuschauerschaft verdient. Passt da also bitte auf euch auf. Bekommen hätte ich den Vertrag mit meiner Herangehensweise auch nicht. Weil mindestens auch nicht mit meiner Frequenz. Wünschen tun sich diese Glücksspielanbieter nämlich tägliche Videos, tägliche Streams und weiß Gott was. Und genau die werde ich zu guter Letzt nie liefern, da ich selbst ein Suchtpatient bin. Lasst euch da so bitte nicht verarschen, passt auf euch auf. Verschenken wird ein Casino nämlich sicher nichts. Wobei wir jetzt mal schnell weiterpilgern. Eben zu Tropical 2, da greife ich die Thematik dann gleich wieder auf. Wobei es ehrlich gesagt kaum noch was zum Aufgreifen gibt. Ich bin mir sicher, dass AZ einen Millionenbetrag pro Monat bezahlt bekommt. Bei seiner Reichweite verwundert es glaube ich auch keinen. 20 Millionen wird er pro Monat aber sicher nicht bekommen. Selbes gilt zu guter Letzt wohl auch für Rothstein und weiß Gott wen. Da geht es einfach um Werbung, um Exposure und Brand Awareness. Und genau die kann und will sich Gamnam bzw. Stake halt erkaufen. Selbes gilt eigentlich auch für alle anderen Casinos, wobei sich diese meisten Streamer-Verträge nicht unbedingt rentieren. Denn bei Stake gab es früher wirklich horrende Summen, speziell auch bei Kick. Ich meine Streamer wie Orange Morange, Skuros oder weiß Gott, wer bekommen sicher auch pro Monat sechsstellige Beträge bezahlt. Das ist vom Gefühl aber eher die Ausnahme. Als Casino-Streamer meiner Größe wird man wohl einen soliden fünfstelligen Betrag verdienen können, da hört es aber wohl auch auf. Wobei es vielleicht auch ins sechsstellige schwappen könnte, aber nur mit einer anderen Herangehensweise. Ohne Neukundenakquise gibt es zu guter Letzt nämlich auch keinen Vertrag. Und genau diese Tatsache hat mir sicher schon so manche Opportunität verbaut. Meine Seele oder weiß Gott was werde ich für ein paar Groschen aber sicher nicht verkaufen, wobei mich das Casino ja auch so ganz gern abnimmt. Ich bekomme im zweiten Bonus auch so gleich das zweite Minus-Feature. Komplett aufgeben werde ich aber auch so noch nicht. Ich meine, wir wechseln zur Neuauflage eben zu Tropical 3. Erinnern tut mich das dort irgendwie eine Mischung zwischen Zygnos und Tropical. Zu guter Letzt sehen wir das aber eh sofort. Ich gehe einfach weiter zu Tropical 3. Dort kaufe ich mir einen Bonus, vielleicht ja mit ein bisschen Erfolg. Wobei es mit dem Erfolg jetzt auch gar nicht aufhört. Ich muss mich als Quasselstrippe mal ein bisschen zusammenreißen. Ich habe in den ersten 5 Minuten nämlich fast schon ununterbrochen gelabert. Genau deswegen halte ich mich jetzt auch ein bisschen zurück. Wobei wir vorher jetzt noch schnell ins Gamepaper bzw. in die Replays reinschauen. Ich habe mir vorher nämlich 2 Freispiele gekauft. Eben für 50 pro Stück. Einer war schlecht, der andere, wie man sehen konnte, gut. Aufgrund dessen kaufe ich mir jetzt auch keinen Riesenbonus, wobei ich mich nach dem 20er vielleicht auch an dem 50er probieren werde. Jetzt schauen wir mal, was geht. Ich hatte hier in jedem Fall ja mal einen guten Hit und dann eben auch einen schlechten. Wünschen täte man sich aber schon mal diesen Sonnengott-Drop eben auf der ersten Walze. Ein solcher triggert das Top-Reel. Im Top-Reel bekäme man mit ein bisschen Optimismus viele Mystery-Drops und halt so manchen Sticky-Multi. Mit Sticky-Multis und Mystery-Drops könnte man was gewinnen, wobei ich zu Beginn eigentlich fast nur Multis bräuchte. Ohne Multis geht nämlich sicher nichts. Mit so manchen Multi wäre man im selben Zug, dann aber auch recht schnell im Geschäft. Ich hätte hier zu Beginn also lieben gern schon mal 3x, 4x oder 5x, sonst wird es vielleicht aber auch eine Retourkutsche. Ich meine, einen Trigger kriege ich, ein paar Wilds sind im selben Zug auch, ohne Multis bringen Dima aber wohl wenig. Ich habe aber eh einen Full Screen Clear. Das garantiert. Auf dem Extra Faktor und dem Mystery Symbols ist es nicht mal so übel. Ich habe
einen garantierten Hit. Auf dem üblen Symbol. Allein Setup wäre aber doch akzeptabel, wobei ich für gute Gewinne halt richtig gute Symbole bräuchte. Und das dann auch viele. Sehen tue ich die? Hier aber wohl nicht. Weil mindestens noch nicht. Die letzten beiden Spins könnten es vielleicht noch irgendwie richten. Vom Gefühl her wird aber auch der dritte Bonus ein Minus-Feature. Und das ein solches war, kaufen wir uns nachher ein größeres Feature. Das aber nicht bei Tropical 3. So interessant ist der Slot nämlich nicht, wobei ich die guten Seeds hier eh sicher schon aufgebraucht habe. Ehrlich gesagt finde ich die Publikation nicht mal so gut gelungen. Da gibt es aus dem Hause Elk sicher so manche interessantere. Das wissen die meisten von euch aber eh sicher schon selbst. Deswegen halte ich mich mal zurück. Ich meine, ich quatsch heute eh ununterbrochen. Vielleicht ging mir die ganze Videoproduktion auch in gewisser Art und Weise ab. Als Ventil kommt mir das Ganze ja gar nicht so unrecht, wobei das Ventil mir heute mal mindestens in einem Video doch so manchen Groschen kostet. Bisher hält sich das Ganze aber doch noch in Grenzen, deswegen pilgere ich gleich mal weiter zu Cygnus. Da wurden sich nämlich auch ein paar Slots gewünscht und genau an ein paar von denen werde ich mich probieren. Beginnen werde ich da chronologisch bei Cygnus 2. Ich meine, bei Cygnus 1 gibt es auch gar keinen Bonus. Aufhören werde ich dann bei Cygnus 4, beziehungsweise bei Frogblocks und dann pilgern wir halt weiter zu Hexor, dann zu Play and Go und zu Ende halt zu Relax, beziehungsweise zu Snake Arena. Da muss ich dann aber doch bei einem anderen Anbieter spielen. Die 1000 Euro Spins gibt's bei BC Game nämlich nicht. Bevor es soweit ist, gehen wir aber einfach mal weiter zu Cygnus. Da melde ich mich ja garantiert wieder zur Wort. Jetzt hoffentlich haben wir mal mit ein paar weniger Worten. Gequatscht habe ich fürs Video nämlich schon genug. Deswegen schauen wir uns einfach das Ganze an. Zu Cygnus muss ich eh nichts sagen. Kaufen werde ich mir ein 30.000 Euro Feature. Wünschen täte ich mir hier bis zu 10.000 X. Bekommen werde ich die aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Vielleicht lässt sich der Wunsch aber auch so mal verwirklichen. Eine Chance gäbe es ja, wenn es auch vielleicht eine kleine ist. Erfragen werde ich zu guter Letzt ja eh, wobei ich hier mal gleich zu Beginn ein paar Multis bräuchte. Ohne die geht gar nichts. Und allein Dead Spins helfen mir natürlich auch nicht weiter. Ich bräuchte halt ehrlich Wilds auf der ersten Walze für die dazugehörigen Trigger. Das sollten jetzt mal 5x sein. Die 5x nehme ich auch gern mit. Wobei man vielleicht sogar 8x kriegen. Drin ist es. Wenn auf 8x ginge auch was. Aber halt auch nur mit den dazugehörigen Wilds oder mit vielen Ways. Bekommen tue ich, so wie es aussieht, wohl nichts von beiden. Mal mindestens noch nicht. Und genau bei dem bleibt es auch. Die Ways hätten nämlich wohl doch zu viel zahlt. Ich behalte den Kurs also bei. Cygnus 2 spendiert man. Aller Wahrscheinlichkeit nach das nächste Minus-Feature.
Und genau das ist es auch. Ja, viele Worte werde ich dazu nicht verlieren. Ich nehme es einfach so an, wie es ist und gehe weiter zu Cygnus 3. Vielleicht haben wir da ja mal ein bisschen mehr Glück. Wünschen tät ich es mir ja mal. Ob der Wunsch erfüllt wird, werden wir sehen. Kaufen werde ich mir in jedem Fall mal einen 50.000 Euro Bonus. Das wird aber wohl auch der einzige 50.000 Euro Bonus fürs Video sein. Wobei das bei Cygnus 3 jetzt gar keine so kluge Entscheidung war. Ich habe hier noch einen Wheel Trigger und genau der könnte man im schlechtesten Fall 47 abknüpfen. Gib mal also bitte Spins, im allerbesten Fall 10 oder den Cygnus Trigger, das wäre auch ein Double Up. Wenn der Cygnus Trigger wird es nicht. Die 7 Spins sind es aber doch. Meinen Bonus sind wir drin. In den 7 Spins bräuchte ich jetzt entweder einen Retrigger. Oder gute Lines. Das kann teuer werden. Also unnötig teuer. Ein 5-Euro-Trigger bei einem 50.000 Euro Bonus, ja. Ich meine, was soll ich dazu sagen? Es fehlen ja nur noch 49. Die werde ich ja auch garantiert kriegen. Das stellen wir gar nicht in Frage. Mal mindestens in dem Paralleluniversum. Hier kommen die nämlich sicher nicht. Mal mindestens nicht bei den Ways. Da brauche ich dich in einen der Respins echt einen richtig guten Trigger. Genau, der kommt halt nicht. Wobei es hier doch auch Wilds gibt. Oder ist es einfach voll und ganz ein Dead Bonus? Ich meine, ganz sicher bin ich mir gar nicht mehr, da ich Cygnus 3 doch schon ewig nicht gespielt habe. Meiner Erinnerung nach soll es hier aber schon Wilds geben. Genau, die gibt es auch. Logischerweise auch mit Multis. Aber wohl nur für andere Personen. Ich krieg nämlich keine. Also keinen einzigen Multi. Ja. Da ist mal's nächste Minus-Feature gewiss. Mal mindestens vom Gefühl her. Und genau diese Annahme verwirklicht sich wohl auch. Bekommen habe ich nämlich nicht einen einzigen Multi und genau die gäbe es ja wie Sand am Meer. Zu guter Letzt aber wohl nur für andere. Ich hatte im ganzen Feature nämlich keinen. Weiterpilgern werde ich zu guter Letzt aber auch so. Zwar mit keiner guten Laune. Vielleicht schlägt sich Cygnus 4 aber endlich mal ein bisschen besser. Sonst wird es mit den Hexon-Slots nämlich etwas schwerer. Ich wünsche mir bei Cygnus also mal ein gutes Feature. Drückt mal die Daumen. Wir sehen es eh sofort. Erfragen werde ich zu Ende eh mit einem Maximalbonus, wobei das heute wirklich ins Auge gehen könnte. Ich habe, wie ich bereits sagte, nicht mehr allzu viel in Krypto. Riesige Verluste kann ich mir also kaum leisten. Gib mal in Cygnus 4 also bitte mal den ersten profitablen Bonus. Brauchen hätte ich dafür die Zahnräder mit den Zahnrädern bekäme ich beiden Obelisken bessere Base-Multis. Ich glaube, der beste läge
bei 64x. Vielleicht sind es aber auch 128x. Eins ist schon mal sicher, ich bräuchte in jedem Fall mal ein, zwei Zahnrad-Drops. Triggern tue ich die vom Gefühl her nur auf der ersten Walze. Da bin ich mir zu guter Letzt aber auch nicht mehr sicher. Es ist als schon länger her. Ich meine, ich habe mir bei Zyklus 4 schon seit langem kein Feature mehr gekauft. Ob das gut oder schlecht ist, steht in den Sternen. Vielleicht habe ich mir einen guten Seed aufkommen. Aller Wahrscheinlichkeit nach aber wohl nicht. Ich habe nämlich noch keinen gescheiten Trigger gesehen. Ich hatte im selben Zug auch noch keinen wirklich relevanten Hit. Wobei man für relevante Hits halt diese Multi-Wilds bzw. Multi-Wild-Trigger bräuchte. Oder im selben Zug dann die Upgrades mit 16x. Wären wir aber auch schon im Geschäft. Und da sind wir eigentlich auch schon im Geschäft. Ich habe hier den nächsten Multi-Trigger. Das erste Profit-Feature. Und das vielleicht ein gutes. Das sind nämlich starke Ways. Dank der starken Ways sind wir zurück im Geschäft. Nach dem Bonus schrauben wir die 1 jetzt aber wieder runter. In alte Muster muss ich nämlich nicht verfallen. Das hat zu Ende keinen Sinn. Man kann eh schon von Glück sprechen, dass ich jetzt keine auf den Deckel gekriegt habe. Zu erwarten war das nämlich nicht. Die 16x, die ich habe, nehme ich aber gerne mal entgegen. Kommen wird in den nächsten Features wahrscheinlich nicht mehr so viel. Jeder Hit ist mir da aber wohl schon sehr recht. Greens kriege ich nicht. Vom Gefühl her werden es jetzt auch 5 Deadspins. Sind es aber gar nicht. Ich meine, eine Verbindung haben wir. Bei der bleibt es aber auch. Ich bekomme sonst nämlich nichts mehr, wobei mir das echt egal ist. Ich habe den Kopf aus der Schlinge gezogen. Die 140.000 Euro im BTC brauche ich nämlich. Weil mindestens beim jetzigen Guthaben meines Ledgers, die Welt ist da nämlich nicht drauf. Finanziell tot bin ich im selben Zug aber auch nicht, wobei ich schon aus einem gewissen Grund heraus viel verkauft habe. Ich habe nämlich voll nach dem Motto aus dem Auge, aus dem Sinne gehandelt. Was ich nicht zur Verfügung habe, kann ich nämlich auch nicht verzocken, wobei ich darauf, glaube ich, gar nicht eingehen muss. Ich zelebriere einfach unterbewusst mal den Bonus. Freuen tue ich mich drüber doch ein bisschen, wobei ich jetzt auch nicht gestellt rumschreien werde. Bei 170.000 Euro Risiko sind 216.000 Euro als Zwischenguthaben jetzt nicht sonderlich interessant. An sich aber mal besser als Minus. Wobei wir jetzt noch schnell zu Frogblocks rübergehen. Da kaufe ich mir das letzte Elk-Feature und dann steht Hexo auf dem Zettel. Eben Le Bandit und Stormforged. Beide wurden sich gewünscht. An beiden wollte ich mich irgendwie probieren. An beiden werde ich mich auch probieren und nachher schauen wir kurz zu Ring of Odin und Snake Arena. Das geschieht dann aber bei einem anderen Anbieter. Ich werde es zwar im gleichen Umfeld lassen, da ich für BC Game einfach ein ganz nettes Design habe. Unterbewusst könnt ihr euch aber schon mal vermerken, dass ich das dann bei einem anderen Anbieter aufnehme. Jetzt wechseln wir aber mal zu Frogblocks. Vielleicht haben wir da hier noch ein gutes Feature. Ich meine, wünschen täte ich es mir ja mal. Kaufen werde ich mir im selben Zug aber auch keinen Riesenbonus. Ich probiere mich an einem 20.000 Euro Feature. Das ist mehr als groß genug. Das übergebliebene Guthaben trage ich dann zu Stormforged und dann zu Le Bandit. Bei Stormforged und Le Bandit kaufe ich mir dann jeweils ein, zwei Freispiele. Post der Freispiele gehen wir kurz zu Ring of Odin rüber. Ich habe bei... Welcher Seite geht es nochmal? Ich glaube bei Stake geht es mit der VPN. Da sollte ich im Subguthaben auch noch so um einen 10er rumliegen haben. Den 10er können wir dann gern durchspinnen.
oder mal mindestens ein bisschen spinnen, das bin ich für 15 Minuten. Dann gehen wir zur Snake Arena. Bei Snake Arena probiere ich mich dann mit 20, 30, vielleicht auch 40 an so manchen 1000 Euro Spin und nach dem 1000 Euro Spin lassen wir es. Ich meine, kaufen hätte ich mir zwar am liebsten Bonus, sage ich euch so wie es ist, das geht aber nicht. Das ist einfach über deren Einsatzlimits und das über deren Einsatzlimits liegt, kann man sich die dann eben auch nicht kaufen, wobei das wohl auch besser ist. Ein 1000 Euro Spin Bonus wird nämlich 70 kosten und genau die 70 werde ich jetzt nicht in den Rachen eines Casinos jagen. Da schauen wir einfach mal, so was geht. Vorab mal bei Frogblocks, wobei hier nichts mehr kommt. Ich habe halt ehrlich nichts, also gar nichts. Weder wirklich relevante Verbindungen noch irgendwas von Relevanz. Nach dem letzten Bonus war das aber wohl auch zu erwarten. Ich hatte vorher ja wirklich einen Superhit. Der Superhit repliziert sich natürlich nicht. Meine Chance auf eine Verdreifachung liegt wohl bei unter 5%. Die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür wäre so kaum gegeben. Könnt ihr euch in der Theorie ja auch ausrechnen. Ich meine, das Laplace-Experiment bleibt zwar dasselbe. Die Seeds ändern sich in der Theorie auch in jeder Sekunde. Darauf bin ich im letzten Video eh schon mal eingegangen. So wie es aussieht, behalten wir den Kurs aber doch bei. Ich habe nämlich zwei gute Seeds in Folge. Den zweiten guten Seed nehme ich natürlich auch mit. Die paar Groschen stehen mir nämlich besser als jedem Casino. Das war's dann aber auch, oder? Ich bekomme hier zwar einen extra Multi-Trigger, aber keine Verbindung. Mir sei es zu Ende aber doch egal. Ich habe 242. Die 242 trage ich jetzt weiter zu Hexor bzw. zu unser allerliebster Slot Le Bandit. Vielleicht ja mit ein bisschen Erfolg. Ich melde mich auf jeden Fall gleich zu Wort. So, und da bin ich auch schon wieder. Jetzt sehen wir versprochen bei Stormforged. Übertreiben werde ich aber auch mit dem Guthaben nicht. Ich kaufe mir einfach zwei oder drei Freispiele. Beziehungsweise ich werde mir einfach alle drei Freispiele kaufen. Ich habe mir Stormforged eh schon lange nicht mehr angeschaut. Beginnen werde ich dann mit einem 10er. Aufhören werde ich mit einem 20er oder einem 30er. Das ist in der Theorie eh egal. Ich starte jetzt einfach mal mit einem 10er. Dann schauen wir uns den ganzen Spaß an. Ich meine, Stormforged habe ich schon ewig lang nicht mehr gespielt. Ein Maximalgewinn werde ich im selben Zug also auch gar nicht kriegen. Wobei ich für gute Gewinne halt diese Schwerter bräuchte. Erinnern tun die uns wohl alle an Arthur. Beziehungsweise an das Excalibur. Ob das davon inspiriert ist, weiß ich aber nicht. Es schaut in gewisser Art und Weise so aus. Mythische Schwerter gibt es aber sicher auch mehr. Wobei ich mir gar nicht so viel ausmal. Ich schaue einfach, was geht. Ich kaufe mal die angesprochenen drei Freispiele. Nach den drei Freispielen gehe ich weiter zu Le Bandit. Und nach Le Bandit dann eben zu Ring of Odin. Wobei der erste Bonus mal wieder negativer war. Wundern tut es eh keinen von euch. Ich meine, mich wundert es auch nicht. Ein bisschen größeres Feature werde ich mir auch noch kaufen. Eins für 30 und dann eins für 40. Mit den paar Features werde ich es dann aber wohl auch belassen. Also mal mindestens für Stormforged. Einen Le Bandit Bonus kann und muss ich mir fast kaufen. Ich meine, das ist zu guter Letzt halt mein Lieblings-Hexor-Slot. An sich würde ich mich da auch gern mal an einem 5-Scatter-Hand probieren. Einen solchen Bonus hatte ich ja noch nie. Zwischen Game probieren und keine Ahnung wie viel Guthaben verlieren, liegt aber dann doch ein Unterschied.
Und genau der Unterschied reimt sich irgendwie auf Rationalität oder ist zu guter Letzt halt die Rationalität. 50 oder 100 kann und werde ich bei einem solchen Hand nämlich nicht verscheißen. Wobei ich mein Glück so oder so kenne, ich bekomme ja so oder so nie und nimmer einen 5 Scatter Bonus. Die Chance auf einen solchen ist, glaube ich, auch kaum geben. Ich möchte gar nicht wissen, wie gering die ist. Liegt wahrscheinlich bei um die 0%. Also wirklich um die 0%. Ich glaube, jedes hundertste 4 Scatter Feature ist ein 5 Scatter Feature. Und ein 4 Scatter Feature muss man sich erstmal das benennen. Da spielt die Chance nicht mit. Wobei man selbst nicht vom Bonus behaupten muss. Ich verliere zwar ein bisschen was. Ich bin auch hier einen guten 10er im Minus. Der 10er ist jetzt aber nicht so wirklich relevant. Vielleicht ist der letzte Bonus ja gut. Ich meine, zu sehen bekommt ihr das Ganze eh später. Ich nehme das Ganze am Abend auf. Hochladen werde ich es also aller Wahrscheinlichkeit nach. Entweder morgen oder zur Nacht. Ist halt eine Frage meines Editors. Wir schauen aber mal, was geht. Ich bräuchte hier im Bonus auf jeden Fall mehr als ein Wild Wheel. Bekommen tue ich die mit diesen Tor-Drops. 2 an der Zahl könnten für einen Break-Even reichen. Sonst beherbergen die unterschiedlichen Wikinger unterschiedliche Multis. Das ist zum Beispiel der schlechteste oder der zweitschlechteste. Der mit dem Doppelhornershelm ist meines Wissensstands nach der beste. Und naja, verbinden tue ich ihn eh kaum. Ich bekomme 18 mehr. Ich habe so gesehen auch ein Break-Even. Nicht sogar ein Profit-Feature. So wirklich relevant ist aber auch das nicht. Wobei wir es mitnehmen. Ich packe das gerne ein. Ich nehme die 254, die ich drauf habe, jetzt gerne mit. Da gehe ich rüber zu Le Bandit. Vorher werde ich aber dann doch noch schnell eine kurze Toilettenpause einlegen. Die habe ich eh schon aufgeschoben, wobei wir mal schauen, was jetzt so geht. Ich melde mich auf jeden Fall, sobald ich da bin, wieder zu Wort. So, und da bin ich auch schon wieder. Jetzt eben wie versprochen bei Le Bandit. Kaufen werde ich mir mit dem Guthaben von 254.000 Euro hier noch 2 Freispiele. Eben, naja, vielleicht auch 3. Ich probiere mich an 2 regulären Boni und dann vielleicht auch noch an 2 Spins. Kaufen würde ich mir da aber keine Monster-Freispiele. Ich glaube, 20 sind mehr als genug. Die Turbo-Spins sind vom letzten Mal wohl noch drin. Ist an sich aber voll und ganz egal. Ich schau mal das an. Ich kaufe mir eben, wie ich bereits sagte, 2 Freispiele. Wünschen teilt man sich hier logischerweise gute Bretzer und die dazugehörigen Verbindungen. Mit solchen wäre man im Geschäft. Wobei man jetzt nachher eh gleich auszahlen und weiter pilgern. Ich habe nämlich zwischendurch auch einen Blick auf Stake geworfen und ich kann mit meiner IP die Play-and-Go-Spiele nicht spielen. Ich habe hier also nochmal separat jetzt bei Wins eingezahlt. Da gibt es die nämlich. Ist an sich aber für euch voll und ganz irrelevant. Es geht nur darum, dass die Play-and-Go-Spiele aufgrund von Lizenzen halt nicht überall verfügbar sind und man dann hin und wieder umdisponieren muss. Oder ich umdisponieren musste, da ich mich halt einfach in Ring of Odin probieren möchte. Das ist aber dann doch mein Problem und nicht eures. Der Anbieter spielt ja an sich nicht wirklich zur Sache. Ich schau einfach, was geht. Ich kaufe mal jetzt, beziehungsweise ich schaue mal jetzt noch den Bonus an. Nach dem Bonus lasse ich es, glaube ich. Komm. Den Profit, den ich da habe, nehme ich dann lieber mit. Der steht mir nämlich besser als BC Game und deren Briefkastenfirma oder weiß Gott wen. Sonst kann und möchte ich während dem Bonus auch schnell nochmal was anderes aufgreifen. Ich meine, einige von euch haben es gesehen. Ich habe jetzt bei fast all meinen Videos diesen Promotion-Button hinzugefügt. Das ändert an sich nichts an der Kooperation. Ich habe nämlich keine Kooperation. Da geht es nur darum, dass ich ja indirekt auch ohne direkte Bezahlung eine
Dienstleistung erbringe. Zwar keine vergütete, aber doch eine. Und genau das möchte man halt dann doch korrekt machen. Wobei man jetzt lieber zum Bonus umschwingen. Ich habe hier nämlich ein ganz solides Feature. Es hätte richtig gut sein können mit ein paar Faktoren. Ist es jetzt nicht. Mit dem Hit lasse ich es aber dann, das reicht. Das ist genug. Ich bin zufrieden. Die ziehe ich mir raus. Oder die ziehe ich mir nach der Session raus. Ewig lang werde ich jetzt nämlich weder meinen Editor noch euch auf die Folter spannen. Ich gehe jetzt einfach weiter zu Ring of Odin. Ein 10er oder irgendwas in der Art habe ich eh drauf mit dem Guthaben. Schauen wir uns ein paar Spins an. Nach den Spins beenden wir es bei Snake Arena. Da habe ich einen 30er zur Verfügung. Mit dem 30er drücke ich ein paar 1000 Euro Spins durch. Aber das sehen wir dann eh sofort. Ich gehe jetzt mal zu Ring of Odin. Naja Leute, so wie es aussieht, kann und muss ich euch wohl doch mit meiner Inkompetenz vertrösten. Ring of Odin gibt es nämlich auch nicht bei Wins. Und genau das habe ich jetzt schnell am eigenen Leib erfahren. Den 10er, den ich hatte, habe ich nämlich in einer Blackjack-Hand verzockt. Vorab habe ich aber dann doch beim Live-Support nachgefragt. Seit neuem gibt's bei Wins aber wohl auch keine Playing Go-Slots mehr. Im selben Zug habe ich dann auch einen 10er bei Stake versenkt. Ich habe aufgrund dessen auch nur noch 20 drauf. Mit den 20 kaufe ich mir aber einen Bonus und nachher drücke ich mal eben die bereits angesprochenen 1000 Euro Spins durch. Die gibt's wieder. Da werde ich mich an ein paar probieren. Wünschen tät man sich dann natürlich einen Bonus, sonst kann und möchte ich mich entschuldigen. Ich hätte jetzt schon ganz gerne ein paar Spins bei Ring of Odin durchgedrückt. Ich habe den aber nicht gefunden. Und naja, vielleicht liegt es an meiner IP-Adresse. Vielleicht haben die Play and Go einfach auch entfernt. Ich kann euch das nicht so recht sagen, da ich es ehrlich nicht so wirklich weiß. Eins wundert mich aber doch ein bisschen. Ich meine, Play and Go war meiner Meinung nach immer ein recht interessanter Anbieter. Ich hätte mir da also schon, naja, so manche Publikation gewünscht. Vielleicht gibt es auch so manche. So genau habe ich jetzt nicht geschaut. Eins ist aber sicher, ich konnte in jedem Fall mal kein Ring of Odin spielen. Das müssen wir also auf ein nächstes Mal verschieben. Wobei wir uns den Bonus anschauen. Gewinnen könnte man ja bis zu 1000x. Für die 1000x braucht man aber doch ein anderes Setup. Ich bin vom Gefühl her nämlich tot. Und genau, das bin ich auch. Ja. Profitabel war's. Schlechteres haben wir auch schon gesehen. Ein paar 1000 Euro Spins drücke ich zu Ende jetzt noch durch. Natürlich mit dem Ziel eines Bonuses. Ein solcher wäre super. Quickspinnen werde ich die auch nicht. Und naja, dann war es das für heute. Dann bin ich zwar doch ein bisschen im Minus. Also jetzt mal mindestens bei Stake und Wins mit einem Bonus. Sind wir aber dabei. Das ist gut. Das ist ehrlich gut. Ein 1000 Euro Spin Bonus hatte ich schon lang nicht mehr. Ich meine, vor Jahren gab es hier 2000 Euro Spins. An denen habe ich mich damals schon probiert. Glaubt man gar nicht. Es waren vor Jahren aber wirklich slotübergreifend die größten Einsätze. Die wurden aber dann auch ratzfatz entfernt. Jetzt wünsche ich mir aber einfach ein paar Trigger. Ich meine, jeder Trigger ist hier eine Menge wert. Also wirklich eine Menge. Und allein vom Setup her passt's ja. Ich kann noch nicht rausfliegen. Ich bekomme jetzt noch keinen Deadspin. Ich brauche aber doch einen Drop Foul. Oder halt da, wo ich ihn nicht verbinde. Ja. 5, 6 Spins drücke ich noch durch. Dann lassen wir's. Die 6 nehme ich mit. Die egalisieren dann die 20, die ich vorher noch versenkt hatte. Dann bin ich sogar übergreifend im Plus. Auf 60 geht's runter. Vielleicht kommt noch ein Bonus. Wünschen tät ich's mir. Sonst haben wir in jedem Fall ja mal ein bisschen was gesehen, wobei man hier schon mehr kriegen müsste. Also auf ein 1000er ist 45x jetzt nicht die Welt.
Aber besser als nichts. Das ist aber eh klar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns die Tage wieder. Macht's es besser. Cheers.